Hallo im Studio Hamburg, ja nicht in dem Studio Hamburg, aber hier. Mein Hund ist heute nicht da, also der kann uns nicht stören. Ich habe ja auch ein paar Sachen mitgebracht jetzt noch für das Cajon. Und zwar die man auch gut benutzen kann. Einmal ein sehr dünnes Abschlagbecken. Natürlich durchschlagen. Und eine Haie, die man auch sehr gut benutzen kann, um den Rhythmus noch zu unterstützen. Wie gesagt, ich spiele ja nun gerne mit dem Besen. Und aber man kann natürlich auch, wenn man längere Arme hat, meine sind ein bisschen kurz, sehr gut mit den Händen spielen. Und ich möchte das mal darstellen. Man kann also praktisch hier mit der Hi-Hat dann zum Beispiel aufs Und immer irgendwie einen Akzent setzen. Dadurch wird es dann noch kompakter, das Ganze, der Rhythmus. Und also wenn man so. Oder eben mit dem Besen, wie ihr habt. Das ist also ganz normaler, einfacher Groove. So im Prinzip. So ein bisschen wie eine Eisenbahn. Könnt ihr jetzt mitmachen? Schlagen aufs Becken müsst ihr immer darauf achten, dass ihr möglichst auch gleichzeitig einen Akzent aufs Cajon setzt, damit es ein bisschen stärker wirkt, sonst ist es ein bisschen dünn. Also ich mache das nochmal vor. Und jetzt. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, bis nächstes Mal.